Ja, diese Sitzung ist nun eine Gelegenheit, Metta und Tonglen zu üben, mehr Herzenswärme und Mitgefühl für andere zu kultivieren. Und vielleicht haben wir eine besondere Motivation, einen bestimmten Anlass, an jemanden zu denken, der oder dem oder denen wir diese Übung widmen möchten. Das kann bedeuten, dass wir uns selber vorbereiten oder auch überprüfen möchten in Bezug auf unsere eigene Einstellung in Bezug auf andere. Es könnte auch sein, dass wir die Meditationen wie ein Gebet für andere ausführen und uns dabei wünschen, dass die Meditation selber anderen zugute kommt, wie ein Gebet. Oder eben ganz pragmatisch, dass wir uns sagen, ich muss an meiner eigenen Liebesfähigkeit und Einfühlungs- und Mitgefühlsfähigkeit arbeiten, um wirklich für andere da sein zu können, anderen von Nutzen sein zu können. Und der erste Meditationsschritt wäre, erst einmal Achtsamkeit zu üben auf das, was uns ausmacht, denn wir dürfen als ganzer Mensch in diese Übung hineingehen. Und wir brauchen auch eine gewisse mentale Ausgeglichenheit und Gelassenheit, dass dafür auch geistige Offenheit, sodass wir dann Metta und Mitgefühl, überhaupt Altruismus hervorbringen können. Sitzen wir wieder in einer geeigneten Meditationskörperhaltung, verbinden uns nach unten hin. Richten uns nach oben hin auf und entspannen all das, was wir nicht wirklich brauchen, um so da zu sitzen, an Spannung, an irgendwie Kraft oder Energie, bis wir recht gelöst und auf eine für uns angenehme Weise sitzen. Möglicherweise verspannt sich etwas in uns bei dem Projekt, Mitgefühl zu entwickeln. Vielleicht erleben wir das als eine Herausforderung. Das mag es auch sein, aber wir dürfen uns dafür auch entspannt einlassen. Und so sitzen wir, wie wir eben in Meditation sitzen. Das könnte nun eher eine Achtsamkeitspraxis sein oder eine Geistesruhepraxis mit dem natürlichen Ein- und Ausatmen verbunden. Was nicht so sinnvoll und hilfreich ist, ist vor der Metta- und Tonglen-Praxis in einer Art Vertiefung oder in einen entrückten Zustand zu gehen. Es genügt einfach wach und geistesgegenwärtig zu bleiben oder zu werden, ganz nüchtern und klar, bereit für Weiteres. Nur so, dass wir erstmal so ein bisschen innehalten. Nach einem Zustand von wacher Präsenz, Geistesgegenwart in uns Ausschau halten.
Diese Art von wacher Präsenz ist die Basis für Metta, Herzenswärmeentwicklung und Mitgefühl. Ein Satz des vietnamesischen Lehrers Thich Nhat Hanh sagt es so: Wenn du lieben willst, dann musst du ganz da sein. Du kannst nicht liebevoll sein oder jemandem Liebe schenken und abwesend sein. Also sei ganz da, ganz präsent mit allem, was du mitbringst. Noch wenn es gleich um Metta und Mitgefühl für andere geht, so viel dürfen wir uns selbst dabei bewahren. Gut im Körper verankert sein, vielleicht mit dem eigenen Atem verbunden sein, auf Entspannung oder zumindest Ausgeglichenheit, Balance, innere Balance achten. Und dieser Atmosphäre oder innere Einstellung von Gegenwärtigkeit oder Aufgegenwärtigkeit wird uns auch selber gut tun, sodass wir uns nicht verlieren, selbst wenn sich unser Geist auf andere ausrichtet. So wie ein Baum, der anderen seine Früchte schenkt, gut daran tut, über seinen vielleicht starken Stamm Saft, Wasser aus der Erde zu gewinnen, sich zu nähren, um etwas geben zu können. Oder wie es, ich glaube, es war Bernard von Clairvaux gesagt hat: Eine Schale kann nur spenden, wenn sie voll ist. Sie kann nicht geben, wenn sie leer ist. Also sei eher wie eine volle Schale, wenn du spenden möchtest. Erschöpf dich nicht zu sehr. Ich würde die Schritte dieser Metta-Tonglen-Praxis in dieser Sitzung gerne nahtlos anleiten, ohne Unterbrechungen. Wenn jemand eine Pause benötigt, dann zum Beispiel jetzt eine ganz kleine, mal kurz lockern, dann geht es in die Metta-Phase unserer Übung, den dritten Schritt der Praxis, weiter. Auf der Basis dieser etwas kultivierten Präsenz gehen wir dazu über, Metta, Herzensgüte, zu entfalten. Und dazu tun wir vermutlich gut daran, nach einer eigenen Ressource oder Quelle für Metta in uns oder für uns zu suchen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Biografischer Art, zum Beispiel sich an jemanden zu erinnern, der uns sehr viel Herzensgüte geschenkt oder gezeigt hat.
Selbst wenn das nicht ständig war oder nur überhaupt mal, einmal oder ein paar Mal. Aber auch wir sind bestimmt immer wieder mal mit Freundlichkeit und Güte versorgt worden. Man hat uns geholfen, etwas geschenkt, uns Zuwendung gezeigt. Vielleicht haben wir es oft vermisst, aber vielleicht ist es auch oft oder manchmal so gewesen, sodass es eine Möglichkeit wäre, sich an solche Momente zu erinnern. Und diese dann in uns zu aktivieren, diese Momente zu erinnern und daraus die eigene Herzensgüte zu entfalten. So wie sie oder er mir einst seine Freundlichkeit zeigte, so will ich sie nun auch weitergeben. Vielleicht auch mit Dankbarkeit verbunden. Das heißt, Dankbarkeit wäre der Schlüssel zu Metta. Können wir dankbar sein für die uns erwiesene Güte? Können wir sie auch weitergeben? Dankbarkeit wäre der Wunsch, den Spender oder Wohltäter zu erfreuen, ihr oder ihm unsere Dankbarkeit zu zeigen. Und es kann auch dadurch geschehen, dass wir die Qualität von Freundlichkeit weitergeben oder weiter verschenken. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere besteht vielleicht in der Vergegenwärtigung spiritueller Ressourcen von Wesen oder irgendwelchen Symbolen, die die Kraft der Herzenswärme repräsentieren. Wesenheiten, besonderen Motiven, die vielleicht Wärme und Licht ausstrahlen. Und dazu folgender Vorschlag, sich so eine Ressource auf Herzenshöhe in der Mitte des eigenen Oberkörpers vorzustellen. Wie die Flamme oder, ja, wie sagt man, das Leuchtmittel, die Glühbirne in einer Lampe, in der Oberkörpermitte auf Herzenshöhe. Und dann nehmen wir vielleicht zusätzlich noch eine Hand und legen diese auf die Herzensmitte oder tasten diesen Bereich mal so ein bisschen ab, bis wir bemerken, da ist so eine weiche, zarte Stelle, da resoniert etwas. Das ist das Tor zu meinem Metta-Herzen. Ich kann auch beide Hände übereinander legen und das Herz in die eigenen Arme nehmen. Auch ein Buchtitel von Thich Nhat Hanh: Nimm dein Herz ganz in deine Arme. Vielleicht sind wir schon etwas mit Dankbarkeit für die uns erwiesene Güte erfüllt und jetzt nehmen wir noch diese Vorstellung einer leuchtenden Qualität, die Metta verkörpert oder repräsentiert, in unserer Herzensmitte hinzu. Dann falten die Vorstellung, dass das jetzt in uns ausstrahlt und zunächst mal den eigenen Körper und Geist Innenraum anfüllt. Vielleicht kommt uns dazu eine bestimmte Farbvorstellung, bestimmte Lichtqualität. Metta ist Freundlichkeit, Güte, Herzlichkeit.
Wärme. Und wir sitzen hier mit allem, was uns ausmacht, auch unseren Emotionen, die haben wir vielleicht in einer Einsichtsmeditation oder anderen Meditationen schon angeschaut. Oder wir haben Körperthemen, auch ein paar Beschwerden, Körperleiden. Was es auch sein mag, es wird aus dieser Herzensinstanz durchleuchtet, gewärmt, sodass sich unser ganzer Körpergeist-Innenraum anfüllt mit Herzensgüte, wie eine Lampe mit ihrem Licht oder mit dem Licht ihrer Lichtquelle. Das würde als Metta für sich selbst Praxis schon genügen, aber in dieser Sitzung nun könnten wir nun dazu übergehen, uns vorzustellen, wie dieses Metta-Licht, diese Herzenswärme über unseren eigenen Bedarf, über die Konturen unseres Körpers hinaus ausstrahlt, in den uns umgebenden Raum, zu anderen hin. Und insbesondere zu jenen, denen wir diese Praxis widmen möchten, falls dies der Fall ist. Die anderen oder jemand Bestimmtes befinden sich vor uns im Raum. Oder auch zu einer Seite, links oder rechts oder beides, wenn es mehrere oder viele sind. Hinter uns, um uns herum, über uns und unter uns, in allen Richtungen, in der Nähe, in größerer Entfernung und weit weg. Und jene, denen wir insbesondere Metta und Mitgefühl zuwenden möchten, finden sich vielleicht vor uns im Raum wieder. Oder dort sehen wir sie, dort platzieren wir sie. Oder auch dort, wo wir sie wissen oder vermuten, in einiger Entfernung. Als würden wir in ihre Richtung schauen. Die Wärme, die Helligkeit, diese Ausstrahlung von Herzensgüte geht zu jenen hin und darüber hinaus auch in alle Richtungen zu allen anderen Wesen. Und vielleicht kommt zu dieser Ausstrahlung, der Vorstellung von Aussenden von Wärme und Licht noch etwas hinzu, so etwas wie Wunschgedanken, liebevolle Gedanken, Metta-Wünsche. Was würde unser freundliches, gütiges Herz ihr oder ihm oder jenen mit Metta, mit Herzensliebe wünschen? Vielleicht zeigt sich da ein Wunschgedanke oder ein bestimmter Satz. Mögest du, möget ihr, mögen alle. Und dann kommt der Wunsch. Man kann auf der Ebene
von ausstrahlendem Licht, Wärme und so weiter üben, praktizieren. Oder auf der Ebene der Wunschsätze, der Metta-Sätze oder diese beiden Ebenen verbinden. Wir dürfen uns auch vorstellen, dass diese Ausstrahlung von Metta, von Wärme und Licht und den guten Wünschen auch dort hingelangt, wo sie benötigt werden, dass sie dort ankommen. Auch die Herzen der anderen berühren. Auch in ihnen, auch in ihr oder ihm, den Samen für Herzenswärme bewässern. Metta auch in anderen entstehen lassen. Und falls wir wissen, dass andere an irgendetwas leiden oder für sie oder ihn oder jene etwas sehr schwer ist, dann könnten wir uns auch vorstellen, dass sie selbst nun von einem Metta-Licht aus ihrem Herzen heraus genährt werden, mit Metta versorgt werden. Ja, das war der dritte Schritt, die Metta-Meditationsphase. Und auch hier soll es nun nahtlos übergehen in die Tonglen-Meditation, den vierten Schritt. Und wer an der Stelle eine kleine Pause braucht, sich mal kurz lockern oder bewegen, kann das gerne tun. Jederzeit übrigens, aber jetzt würde es passen. Ohne vielleicht den Faden zu verlieren, also die Metta-Visualisation oder Praxis aufrechterhalten, so gut es geht. Und in diesem vierten Schritt können wir uns ihr oder ihm oder jenen, denen wir diese Praxis widmen, für die wir mehr Mitgefühl kultivieren möchten, nun noch etwas konkreter und deutlicher vorstellen. Vielleicht wirklich vor uns im Raum, nicht mehr ganz so weit entfernt, selbst wenn sich diese anderen in einiger Entfernung von uns oder wir von ihnen befinden, stellen wir uns sie vor uns vor, sodass es für uns auch sehr anschaulich wird. Und vielleicht fragen wir uns auch, was ist denn ihr Leid? Was ist so schwer für sie oder ihn? Ich hatte schon
gespürt oder eine Ahnung, dass ich für sie oder ihn oder jene Mitgefühl, mehr Mitgefühl kultivieren muss oder möchte, um sie besser zu verstehen, um hilfreich für sie sein zu können und so weiter. Aber was weiß ich denn über ihr oder sein Leid? Was ist da so schlimm? Ja, und dann vergegenwärtigen wir uns diese anderen ganz deutlich. Und eben das, was wir als ihr Problem, ihr Leid, ihre Not, ihre Qual erkennen können oder ahnen. Man kann sich da auch täuschen, aber das finden wir vielleicht erst durch anderes heraus, durch Kontakt und so weiter. Jetzt wollen wir die Weichen stellen für mehr Mitgefühl und nehmen einfach das, was wir über die andere Person wissen oder was wir von ihr gehört haben. Und wenn sie uns direkt gegenüber sitzt, dann wird sich da auch einiges mitteilen. Und nun die Tonglen-Praxis, die Meditation des Annehmens und Aussendens. Wir atmen sehr bewusst, wobei die Atmung auch immer im Bereich der natürlichen Atmung bleibt. Kein besonders intensiviertes Atmen. Vielleicht ein etwas sanfteres, verlangsamtes Atmen, sodass wir das Gefühl bekommen, beim Einatmen ist Zeit, genug Zeit für das Annehmen. Und beim Ausatmen ist genug Zeit für das Aussenden. Ohne jetzt den Atem groß zu verändern, aber doch sanft und ein bisschen geschmeidiger, großzügiger atmen. Mit diesem Gefühl von Zeit schaffen, Zeit haben, genug Zeit haben. Dann schauen wir auf ihr oder sein Leid und atmen es in Richtung auf unser Metta-Herz ein. Und wenn es in die Nähe des Metta-Herzens kommt, dann wecken wir die Vorstellung, dass dies unser Metta-Herz geradezu weckt und entfacht. Es wird heller und leuchtender. Und das atmen wir aus oder tragen wir mit dem Ausatmen zu ihr oder ihm hin. Das senden wir aus. Das bieten wir an. Mit dem Einatmen das Leid, das Unerwünschte, das Unerfreuliche der oder des anderen dem eigenen Herzen näher bringen, annehmend einatmen. Da kann es Widerstände geben, nicht wahrhaben wollen, nicht sehen wollen, Selbstbezogenheit. Durch all die Widerstände hindurchatmen, bis es zu unserem freundlichen, gütigen Herz vordringt, das dadurch geweckt wird. Und das ist, was wir trainieren. Es scheint auf, es wird leuchtender, es strahlt aus. Und das senden wir mit dem Ausatmen zu ihr oder ihm oder jenen, dorthin, wo es benötigt wird.
dieser Meditationsanleitung wird oft einhergehend ein Wechsel von Dunkel und Hell empfohlen zu üben. Dunkles, vielleicht schweres, rauchiges Einatmen. Und in der Nähe dieses leuchtenden Metta-Herzens verliert all das seine Dunkelheit und so weiter. Gegenteil, es wird heller und leuchtender und das atmen wir aus. Helligkeit, Leichtigkeit. Freundlichkeit. Wenn die Freundlichkeit, Metta, Herzenswärme auf das wahrgenommene Leid wirklich antwortet, wirklich eingeht, und uns das nicht egal ist, dann wird es zu Mitgefühl. Und so atmen wir immer wieder ein und aus. Es muss nicht ununterbrochen sein mit jedem Atemzug. Vielleicht nehmen wir einen Tonglen-Atemzug, dann ein paar Zwischenatmungen und dann nehmen wir wieder einen Atemzug, den wir ganz mit dieser Tonglen-Praxis verbinden. Wenn es ununterbrochen geht mit jedem Atemzug für eine Weile, ist es auch okay. Dann üben wir uns darin immer wieder auf das Wahrgenommene, das Angenommene, das Gespürte mit Zuwendung zu reagieren. Durch alle Widerstände hindurch. Es kann Widerstände beim annehmenden Einatmen geben. Es kann auch Widerstände beim Aussenden von Herzensgüte und Mitgefühl geben. Ja. So könnten wir eine Weile weiter üben, bis wir den Eindruck haben, das Leid der anderen ist uns deutlicher geworden. Der Wunsch und die Kraft, mehr Mitgefühl zu entfalten, ist auch gestärkt worden. Eine tiefe Verbundenheit ist entstanden. Vielleicht auch die Bereitschaft, wirklich etwas zu geben, uns zu geben oder etwas für die oder den anderen Wertvolles, materiell oder immateriell, zur Verfügung zu stellen. Am besten übt man so lange, bis man wirklich den Eindruck hat, es genügt für diese Sitzung. Vielleicht geht auch nicht mehr. Das Leid der anderen ist so gut es geht angeschaut, einatmend, hat man es sich näher gebracht, dem eigenen Herzen näher gebracht. Dies hat man geöffnet, entfaltet. Möglicherweise wissen wir an dem Punkt, dass es nun darauf ankommt, dies in der Beziehung oder irgendwie im Leben auch umzusetzen, damit es wirklich zum Mitgefühl werden kann. Und zum Schluss der Meditation gilt es, alle Bilder, alle Vorstellungen, die da entstanden sein mögen, dann loszulassen, aufzulösen.
Vielleicht hören wir zuerst auf mit der Meditation des Annehmens und bleiben noch ein paar Ausatmungen im Aussenden. Im Grunde wie in der Metta-Praxis. Vielleicht kommt auch noch einmal ein Metta-Herzenswunsch zum Ausdruck. Was würde das nun so angesprochene Metta-Herz ihr oder ihm oder jenen aus Liebe wünschen? Dann hören wir das Herz diesen Wunsch sagen. Mögest du, möget ihr, möge sie, mögen jene, mögen alle. Und dann der Metta-Wunsch, der dahin passt. Und dann ganz auflösen, was in uns in den letzten 45 Minuten entstanden war. Alle Bilder, alle Vorstellungen. Es sei wichtig, das auch als eine Arbeit zu begreifen, die wir da vollzogen haben, von der wir uns auch wieder leer machen dürfen. Nicht festhalten an dem, was hier während der Meditation geschah. Vielleicht möchten wir auch einfach ausruhen und tief entspannen. Es war etwas anstrengend, das zu üben, sich mit dem Leid anderer so zu verbinden. Und so ruhen wir noch ein paar Momente in Stille, hören gleich drei Töne von der Klangschale und werden abschließend noch eine Widmung sprechen.